Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Lite. Ich habe in der letzten Folge mir hier mal die LV-Transformer an Formatoren abgebaut, denn ich will hier ein bisschen was verändern an der Verkabelung und allem drum und dran. Da ich das jetzt machen will und machen muss und ist das etwas schwieriger gewesen. Deswegen habe ich es erstmal so gemacht. Der Dings dürfte jetzt eigentlich leer sein. Ich guck mal hoch. Jawohl, Power Level 0. Nahe zu 0 zumindest. Das reicht mir. Ich muss nochmal gucken, wie ist der angeschlossen. Okay, bevor ich den anschließe, mache ich aber erstmal alles andere. Und schließe erstmal alles andere an. Weil jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich will ja nicht, dass es mir irgendwo irgendwas irgendwie zerdeppert. So, ich glaube... Obwohl, das kann ich eigentlich noch eins runtersetzen, ist ja egal. Hopp. Genau, das kommt so hin. Hier komme ich gerade nicht raus. Okay, da wäre ein LV-Transformer angeschlossen. Jetzt brauche ich so einen MV-Transformer, der quasi vor den LV-Transformer geschaltet wird. Sonst haut es mir nämlich den LV-Transformer auseinander. Okay. Zwischen kommt jetzt hier dieses hier. Ich mache extra das Kabel dazwischen. Weil ich sehen will, ob auch der Strom ankommt. So, gucken wir mal. Jetzt müsste hier eigentlich die Recycler arbeiten wieder. Okay. Das heißt, die Recycler arbeiten wieder. Das ist richtig eingeklemmt und eingestellt. Sehr gut. Mehr will ich ja gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier hinten dasselbe machen. Ich muss nur mal kurz... Wo habe ich denn... Ne, die Axe of the Steam ist Blödsinn. Die Axe of the Steam lege ich erstmal wieder ins Lager. Die brauche ich nämlich jetzt erstmal nicht. Hopp. Hier hinein. Ich nehme die Saphir-Axt. Und guck mal, wo hier unten, weil der war ja eigentlich eins versetzt. Da ist der. Und ich glaube, hier müsste ich dann mit den neuen Kabeln lang. Ich guck mal kurz. Das hier. Warte mal, wie mache ich das ja am dümmsten? Ich kann eigentlich auch direkt runterkommen. Könnte, wenn ich jetzt sage... Warte, Augenblick. Black überlegt. Wenn ich jetzt quasi eine direkte Durchleitung mache, dass das direkt in den MFE geht, müsste eigentlich auch funktionieren. Ich probiere es mal. Es dürfte mir eigentlich nichts um die Ohren fliegen. Wenn doch, ja, wisst ihr warum? Weil der Black Scheiß gebaut hat. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Werkzeuge, Waffen. Okay. Und gehen hier hin. Und machen mal hier auf. Kommt jetzt kein Wasser durch, logischerweise, weil das die Mitte ist. Das kann ich gar nicht mehr einsammeln. Okay, nehme hier ein Kabel, setze dieses Kabel stattdessen hier mit ran. So habe ich einerseits dann eine Leitung quasi. Das ist Quatsch, das geht so nicht. Ne, ich brauche noch einen Diamanten, sehe ich gerade. Ich brauche erstmal noch einen Diamanten, bevor wir weitermachen. Brauchen wir nicht drüber reden. So, Diamant. Ich gucke noch gerade, ob hier vielleicht schon einer... irgendwo reingeploppt ist. Nein. Entsprechend müssen wir uns schnell noch einen bauen. Dazu haben wir ja hier oben irgendwo Jojometer rumliegen. Da. Hep. Was soll der Geiz? Kann hier ruhig ein bisschen verschwenden. Jetzt dürften unsere Ressourcenprobleme eigentlich, sobald das hier alles steht, ein für alle Mal erledigt sein. Ich meine, wir hatten zwei Stacks drin liegen, obwohl der Dü nicht aufgenommen hat. Das ist ja schon mal was. Silber brauche ich und Glas. Silber haben wir hier irgendwo. Heavy Metal. Silber Ingots. Dann kann das erstmal rauskommen hier. So, Silber Ingots. Brauche ich zwar nur zwei, aber erstmal egal. Und Glas brauche ich. Habe ich Glas noch einstecken? Ja, aber die Glasscheiben nur. Das heißt, hier eins, zwei. Okay, hier rüber. Quatsch. Kann ich gleich komplett mitnehmen. Hier rüber. Wie hatte ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Hab's vergessen. So, ach so. Und Glas, genau. Ich wollte ja solche Käbelchen noch machen, weil wir da nicht genug haben. Entschuldigung, war kurzer Filmriss. Aber ihr kennt das ja von mir. Irgendwo muss das auch mal sein. So, das Glas nehmen wir raus. Hier, das kann ich mal rausmachen, damit mir das Inventar mal wieder schön erleuchtet wird. Sieht vielleicht schon ein bisschen besser aus. Okay. Mechanik, Quatsch.
Glas ist noch alles hier drüben eingelagert. Da habe ich noch keine Kiste für. Entsprechend kommt das auch wieder hier rein. Dann nehmen wir hier. Wo ist es? Hier. Machen eine Verbindung. Komm nicht ran. Zu dem. Okay. Das wäre. Jetzt baue ich erstmal nicht, weil es sein muss. Sondern weil ich einfach gerade nichts anderes. Obwohl ich kann auch Erde nehmen. Ist egal. Hier hin. Einmal Erde. Obwohl, der könnte ich auch Glas nehmen. Ich hole mir mal Glas. Dann kann ich das Ding nämlich endlich voll... obwohl, nein, da ist Erde. Erde ist besser. Ich habe da nämlich noch was vor. Und das kann ich ja dann immer noch daraus leiten. Hab, dahin Erde. Okay. Erde hier. Und jetzt der MFI da raus. MFI, wo ist er? Da, Electric Wrench. Wunderbar. Ich komme nicht ran. Plupp, ein MFI, den haben wir jetzt einstecken. Dort kommt dann anstatt des MFI eben was ganz anderes rein, was Schönes. Irgendwie. So, davor kann ich aber erstmal den LV-Transformer hier reinsetzen. Hier. Hier der LV-Transformer hin. Plupp, ein Stückchen weiter vorgelagert. Und davor nicht der MFI, sondern der MV-Transformer. Klar, wir hatten schon mal einen MV-Transformer gemacht, weil der ja eigentlich im MFI eingebaut ist. Hehe. So, der MV-Transformer, der LV-Transformer, da oben kommt dann der HV rein. Lalalala. Lalalala. Wo ist denn, wo habe ich denn den HV-Transformer? Ach so, muss ich erstmal bauen. So, Project Table, MFE rein, HV, MFSU nicht. Just too much, neue Errungenschaft erzielt, sehr schön. Und den muss ich jetzt wohl oder übel da oben, wo der alte war, wieder einsetzen. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn ich den jetzt einsetze, hoffentlich fliegt mir nichts in die Luft. Nee, muss so, ja. So. Okay. Strom kommt an. Strom kommt an, der produziert nämlich, der wandelt das automatisch um in Hochstrom. In HV-Strom halt. Ja, Hochstrom ist ja gerade ein bisschen ungünstig. So, das Stückchen Erde kann erstmal wieder weg. Dann kann ich hier ein bisschen umsetzen, nämlich das hier kann weg. Lala, dankeschön. Das hier. Das hier. Das. Das auch. Weil, ja, ich habe es ja jetzt direkt hier durchgeleitet. Das heißt, ich kann mir mal ein bisschen Tropenholz holen. Das müsste ich ja drüben mit drin liegen haben. Wenn nicht, habe ich es gleich. Holz. Redwood habe ich hier. Okay, hole ich mir welche von draußen. Auch das ist kein Problem. Vielleicht sollte ich da draußen dann irgendwann mal wieder die Farm nachfüllen. Hab. Aber noch, denke ich, haben wir da auch keine Probleme. Hier hat ein Enderman geklaut, eindeutig. So. Rubberwood. Ein Stack. Den einen Stack. Machen wir zu Tropenholz. Und dann kann ich da mehr oder weniger nachfüllen. Hui, ich freue mich. So, okay. Rein da. Und das hier zu, das hier zu, das hier zu, das hier zu. Eigentlich kann das hier auch zu. Genau wie das hier. Das sowieso. Und hier. Und da auch. Dann hätten wir wieder ein Loch gestopft. Zumindest was von oben war. Das bleibt hier so. Das geht nach hinten. Das hier ändere ich auch nochmal ein bisschen ab, aber noch nicht jetzt. Eventuell kann ich auch erstmal hier hinten trennen. Hier baue ich das Ding ein. Genau, habe ich beschlossen. Hier baue ich den LV-Transformer ein. Für den Fall, dass ich doch nochmal was dazwischen setzen kann, sollte es keine Probleme geben. So, Electric Wrench. LV-Transformer rausnehmen. Ist er? Kann ich wieder nicht einsammeln. So, LV-Transformer hier ansetzen. Wunderbar. Und dann müsste auch hier drüben wieder Strom anliegen. Jawohl, nein. Achso, kann ja nicht, weil ja hier noch die Verbindung fehlt. Schlupp. Okay. Jetzt haben wir, denke ich, hier wieder Strom. Hier brauche ich auch noch ein paar Tropenholzblätter. Blätter, wollte ich sagen. Bretter. So, einmal hier hin, einmal dahin. Hier haben wir eigentlich direkte Wasserverbindung. Das ist zwar ein bisschen doof, aber okay. Ich hätte es auch andersrum machen können. Fällt mir ein.
Ich hätte ja den MFE nicht auf der MFSU nicht auf der Seite, sondern hier unten runter bauen können. Und nee, geht nicht, weil dann komme ich ja oben nicht mehr ran zum Laden. So. Okay, hier scheint alles zu funktionieren. Es steht auf jeden Fall noch alles. Das ist wichtig. Was sagt denn das Dings? Das muss ich mal aufladen. Glücklicherweise verträgt das auch den Strom hier. Muss nochmal eben rein da. Da ist es. Yep. Ja, Electric Bench erstmal da reingelegt. Genau, ein Crafting Table, wo er eh rausfällt. Toll. Voll toll. So, man sieht schon, es lädt ein bisschen weniger. Und man sieht auch hier, ist es doch schon ein bisschen mehr Strom da zur Verfügung. Ein Großteil der Energie, die wir jetzt abzapfen, wird ja immer noch vom Meth Fabricator eingesaugt. Wir sehen, der hat mittlerweile wieder ein paar Amplifier als Bonus. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ich würde mal sagen, mal reingucken. Gucken. Lädt noch, weil ich will jetzt nochmal in die Hölle. Ich muss ja die Stromversorgung oben wieder anschalten. Lalalala. Ein bisschen was. Naja, eigentlich dürfte ja alles rausgezutscht worden sein. Ich wollte gerade sagen, hier ein bisschen was könnte hier vielleicht noch drin sein, aber das ist ja Blödsinn. Hier, da. Weil das ja alles von der Turtle rausgezogen, beziehungsweise von der... Na, wie heißt denn das Ding jetzt? Ich hab's vergessen. Von dem Steinbruch rausgezogen wurde, genau. Steinbruch, so, Electric Jetpack, alles klar. Kann ich mal hier die Quantum Suit Leggings reinlegen, die uns dann so langsam geladen werden. Wuhu, ich hab bald Quantum Suit Leggings an. Ich freue mich. So, ich muss jetzt wieder in die Hölle. Das ganze Zeug, was ich mit hab, kann ich eigentlich... Ja, komm doch. Ich muss ja eh nochmal zurück, weil kontrollieren muss ich schon. Dann kann ich die Dinger hier mal abbauen. Habe ich eine Dings da? Ja, komm. Dann nehme ich halt mal hier. Damit der Dünn nicht meckert. Und weint. Zack. Zack. Und hepp. Ihr kommt alle mal mit. Ihr könnt alle nicht mitkommen, weil das blöde Schwarzpulver im Weg ist. Okay. Jetzt aber hier rein. Okay. Ab in die Hölle und zur Netherfestung. Ich kann mal kurz hier umstellen auf Hover-Mode. Damit lässt sich dann doch ein bisschen leichter steuern. Gerade wenn man weite Wege fliegt, ist das halt besser. So, einmal runter und hier entlang. Die blöden Ghasts gehen mir auf den Sack. Ja, wie. Wie. So, okay. Hier sind wir. Damit kann ich hier wieder Home Energy und zack, Energie läuft. Und jetzt müsste der hier auch eigentlich irgendwann, ja, guck an, Lava kommt wieder. Damit wird unsere Lava-Produktion auch wieder, ja, betrieben. Was ist das denn? Ach, so eine Feuerfledermaus. Ich dachte schon, da wäre ein Spawner, aber das ist ja gar nicht der Fall. So, okay, auf nach oben. Und dann gucken wir da mal durch. Hopp. Lalalalalala. Durchs Tor. Sehr schön. Landschaft wird heruntergeladen. Hier sind wir wieder. Einmal hier durch. Plupp. Nach oben geguckt. Kann ich wieder umstellen. Und schau mal, ob hier... Ja, guck mal an. Die sind schon wieder betrieben. Hatten natürlich nicht genug Energie gehabt, um zu pumpen. Aber jetzt dürfte das wieder gehen. Das heißt, die laufen jetzt alle. Wie sieht's hier aus? MFSU. Ja. Muss erstmal die Leggings voll machen. Da hat er ein bisschen zu tun. Aber auch der kriegt Strom. Nicht so massig, aber er kriegt... Ich denke mal, die Scrapboxen dürften jetzt auch schon fast wieder weg sein hier. Ah ne, sind sogar nochmal ein paar mehr geworden. Wahrscheinlich muss erstmal der Dings ordentlich anzaubeln. Was heißt denn anzaubeln? Also beziehungsweise die Energieproduktion muss erstmal wieder ordentlich angezutscht werden. Dadurch, der läuft jetzt auch relativ langsam, weil natürlich erstmal die Leggings hier oben mit Strom betrieben werden. Ja, die Dinger können nicht mehr kaputt gehen. Die können aber nur noch zerstört werden. Also die können schon zerstört werden, wenn man sie einfach verliert und dann liegen lässt. Wie normale Items. Aber ansonsten, wie gesagt, Haltbarkeit unendlich. Ich muss sie nur wieder aufladen. Lalalala, hier sieht's gut aus.
Wie gesagt, noch ist es nicht so vollgepumpt wie vorhin. Aber das macht ja nichts. Das muss auch nicht sein. Wir sehen ja hier Lava-Level voll. Lava-Level voll. Warum haben die dann keine Hitze? Hm? Komisch. Leuchten tun sie ja. Insofern wird das schon hinhauen, denke ich mal. So. Das wird schon hinhauen. Habe ich beschlossen. Bestimmt. Okay. Hätten wir das? Rein da. Ich brauche nur noch die Hose. Dann könnte ich eigentlich weitergehen. Ein bisschen was ist raus. Ist jetzt nicht so viel, aber okay. Das reicht erstmal. Lalalala. Ich kann ja inzwischen erstmal aussortieren. Hier, ihr. Ihr könnt, weil ihr ja in der Dings nichts zu suchen habt, könnt ihr hier ein bisschen bewachen. Weil der Düder nichts zu suchen hat. Oh, hopp. Damit er sich, damit er geärgert wird, haut den vielleicht aus den Latschen. Mehr auch nicht. Mehr soll's ja auch nicht. Beziehungsweise, es haut ihn wahrscheinlich nicht aus den Latschen. Das ist immer das Schlimme, aber wenn ich merke, aha, die sind umgefallen, war der Dude zu Besuch. Hehe. Ist doch gut, nicht wahr? Eins hier hin. Und eins hier hinten noch in die Ecke. Hopp. Das ist sozusagen eine Beobachtungseinrichtung. Hihi. Wunderbar. Außerdem kann mir hier unten jetzt nichts mehr passieren, weil die hier alles gut und bestens verteidigen. Lalalalala. Ich gehe mal kurz pennen. Gute Nacht. Dann lagere ich noch die ganzen Dings hier aus. Die da. Glasfieberkabel. Und mein Werkzeug, was ich nicht benötige. Und das Material, was ich nicht benötige, ebenso. So, also erstmal hier da rein. Ich benötige derzeit nicht die Electric Wrench, logischerweise. Die Saphir-Axt. Die Pickaxe nehmen wir mal mit, sicherheitshalber. Das Schwert nehme ich auch mit. Das hier kann unter Wertvolles eingelagert werden. Im Prinzip das hier auch. Kohle können wir erstmal hier drüben hier wieder reinstecken. Bitteschön, Kohle. Federn, Seelensand kann auch erstmal raus, die Steinziegelstufen, die lasse ich da, das nehme ich nicht, den Kohlestaub kann ich hier hineinzaubern, das Heavy Metal Eisen da rein, okay, Lava, Wassereimer brauche ich im Prinzip eigentlich nicht, das Gummi kann erstmal wieder raus, Gummi hierher, wunderbar, was zu futtern können wir immer mitnehmen. Die Knochen kann ich verwursten. Komm, gehen wir mal hier hin. Hier. Können auch recycelt werden. So. Okay. Können wir den hier wieder herhauen. Genau. Und dann werden die schön verwurstelt. Wie sieht es denn hier aus? Ja, mittlerweile arbeitet er wieder etwas schneller. Noch nicht perfekt, aber etwas schneller auf jeden Fall. 30 haben wir schon wieder drin, obwohl ich alles rausgeholt habe. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Und ich nehme jetzt 7 Folgen auf, aber ich habe schon in die 18. Minute. Das heißt, ich sollte so langsam wirklich mal wieder eine kleine Pause einlegen. Und in der nächsten Folge ziehen wir unsere Suit Leggings an und sehen uns dann wieder. Bis denn. Tschüss.